Kurzer Hörtest, ja, super. Ja, vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. The Future of Procurement, das kann auch jetzt für uns gelten. Sykes, ich bin ja der VP Sales für den Dachbereich. Sperriges Thema heute, zumindest vom Titel. Wie kann künstliche Intelligenz im Source-to-Pay-Prozess im Einkauf helfen? Ich werde das ein bisschen akademisch angehen, sondern am Thema, über was reden wir hier eigentlich? Was ist künstliche Intelligenz? Bevor ich dann die Brücke schlage, warum ist Sykes da drin so gut? Ja? So, ich habe mich etwas an Wikipedia angelehnt, einfach mal um die Grundlagen zu legen. Künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik. Ich werde jetzt nicht alles runterlesen, aber ich glaube, es war mir einfach wichtig, das einfach mal ein bisschen auseinander zu dividieren, weil heute ja eigentlich jeder über KI redet, ein Thema, das über das Thema ChatGPT extrem stark hochgekommen ist, wobei KI doch schon seit sehr, sehr langer Zeit uns begleitet, auch im Einkauf. Ja. So, 1955 hat sich KI gebildet und ist eine Reihe, ja, und es gibt eine Reihe von Grundthemen und von Teil des Disziplinen. Es gibt Mustererkennung, wozu auch Spracherkennung und Handschrifterkennung zählen. Es gibt Wissensmodellierung, es gibt Expertensysteme, Frage-Antwort-Systeme und Chatbots. Ich glaube, das kennen wir auch heute alles. Man geht auf eine Webseite und dann poppt ein Chatbot auf, der einen dann mit mehr oder minder intelligenten Fragen belästigt. Aber wie kann sich das alles dann im Prinzip im Einkauf einfach materialisieren? Es gibt maschinelles Lernen, es gibt künstliche neuronale Netze und Deep Learning. Ich werde da alles noch ein bisschen klar noch drauf, ein bisschen mehr definieren. Es gibt Computer Vision, es gibt Robotik, es gibt Gaming. Auf das Thema, das hier nicht mehr drauf ging, war autonomes Fahren. So, summa summarum, es gibt Themen in der KI, die für uns im Einkauf nicht anwendbar sind. Autonomes Fahren, Gaming, naja. Aber das sind alles im Prinzip Teilausprägungen. So, aber um hier einfach mal klar zu definieren, es gibt zwei Formen von KI. Es gibt zum einen die sogenannte starke KI. Das sind Computersysteme, die auf Augenhöhe mit dem Menschen interagieren oder ihn simulieren. Letztendlich geht es hier um die Schaffung von Bewusstsein und ein tieferes Verständnis von Intelligenz. Schwache KI, und das ist das, was wir jetzt in der Folge diskutieren werden, ist etwas, was hier auch im Prinzip im Procurement zunehmend Einsatz bekommt. Schwache KI fokussiert sich darauf, konkrete Anwendungsprobleme zu lösen. Das menschliche Denken und die technischen Anwendungen sollen hier in Einzelbereichen unterstützt werden. Die Fähigkeit zu lernen in ihren spezifischen Grenzen, möchte ich dazu sagen, ist eine Hauptanforderung an KI-Systeme und muss ein integraler Bestandteil sein. Ein zweites Hauptkriterium ist die Fähigkeit eines KI-Systems, mit Datenunsicherheit und probabilistischen Informationen umzugehen. Insbesondere sind solche Anwendungen von Interesse, zu deren Lösung nach allgemeinem Verständnis eine Form von Intelligenz notwendig zu sein scheint. Ja? Letztendlich geht es bei der schwachen KI um die Simulation mit Mitteln der Mathematik und der Informatik. Das Thema der starken KI ist bisher gescheitert an philosophischen Grundlagen. Im Prinzip ist auch das, worüber die Menschheit letztendlich immer Angst hat. Kann die starke KI oder die KI als solche ein Bewusstsein entwickeln und ersetzt sie uns als Menschen vollständig? Wie gesagt, bisher gescheitert. Zum Glück sage ich jetzt einfach mal, das, worauf wir uns fokussieren, sind die Themen der schwachen KI. So. Wie ich hier schreibe, in der Unterstützung der Procurement-Prozesse kommen alle Formen der schwachen KI zum Einsatz. Machine Learning, Natural Language Processing, das sind also Algorithmen, die eine natürliche Sprache interpretieren und umsetzen. Das ist ein Thema, das jetzt ChatGPT extrem stark gemacht hat. Wir sehen, dass das Ding Bücher schreiben kann, Texte schreiben kann. Vor einer Stunde hat mir ein Kunde gesagt, also er nutzt ChatGPT, um Profile von neuen Stellen zu schreiben. Das sind alles Themen, die ChatGPT kann. An der Stelle ist natürlich fraglich, kann uns das jetzt im Procurement-Prozess per se nutzen?
So, und dann gibt es das Thema Robotic Process Automation, RPA. Das ist ein Thema, das hat uns die letzten Jahre extrem stark, ich sage jetzt mal, begleitet durch Unternehmen wie UiPath oder Automation Anywhere, die im Prinzip simple, repetitive Prozesse automatisiert haben und extrem hohe Prozesskosten, Gewinne letztendlich erwirtschaftet haben. Aber KI im Procurement ist viel, viel mehr wie RPA. So, alle Ansätze von KI beinhalten Algorithmen, also ein mathematisch definiertes Regelwerk, um eine spezifische Problemlösung zu bearbeiten. So, und wir sehen zunehmend hier bei Cycus, und wir machen das auch, dass sich die klare Anwendung, die klare Trennung der verschiedenen KI-Formen in der schwachen KI vermischen, um ein optimales Produktivitätsergebnis bzw. ein optimales Prozesskostenoptimierungsergebnis zu generieren. So. KI ist für uns erfolgreich bei der Lösung komplexer Probleme mit großen Datenmengen. Und das ist auch ein Punkt, da würde ich gerne ein bisschen genauer drauf eingehen. Die letzten 10 Jahre haben im Prinzip vom Ergebnis her gehabt, dass Daten in unglaublich großer Menge verfügbar sind. Die Datenmengen können Sie als Mensch nicht mehr bearbeiten. Sie können sich Datenausschnitte nehmen, die können Sie interpretieren mit Ihrer zugegebenen starken Intelligenz, das ist keine schwache, aber die Datenmenge an sich ist zu viel. KI hilft Ihnen dabei, diese riesigen Datenmengen oder Datenpools zu analysieren, zu interpretieren und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Das ist genau eines der großen Themen hier, die uns bewegen. Jeder von Ihnen hat heute Datenmengen oder Datenwürfel zur Verfügung, die per se an sich für Sie alleine als Mensch nicht mehr interpretierbar sind. Nicht? Data Overload. So. KI hilft Ihnen im Decision Support, Realtime-Datenanalyse, Mustererkennung und Handlungsvorschläge durch kognitive Intelligenz. Ich hatte ja vorher gesagt, schwache KI kennzeichnet sich auch dadurch, dass wir Ihnen oder dass sich schwache KI Ihnen Handlungsvorschläge auf Basis mathematischer Modelle zur Verfügung stellt. Bei Cycus haben wir zum Beispiel das Thema, dass sich im Prinzip große Datenmengen im Rahmen der Spend-Analyse verarbeiten lassen. Die KI erkennt bestimmte Muster, zum Beispiel, wenn Sie über einen Konzern im Prinzip die Kategorien analysieren und die Ausgaben der Kategorien, wo Sie sehen, dass bestimmte Lieferanten statistisch ein viel zu hohes Auftragsvolumen erhalten, ja? Sodass hier ein Vorfall das eventuell nach, ich sage jetzt mal, Compliance-Themen riecht. Nicht? Das sind Themen, die können Sie gar nicht per se alleine realisieren bzw. analysieren. Also kognitive Intelligenz nennen wir das. Savings Identification. Ich habe momentan einen Fall, wo im Prinzip ein Beteiligungsunternehmen über alle Beteiligungsunternehmen im Prinzip den Spend analysieren will und hier Analysen fahren will, um letztendlich über alle Beteiligungsfirmen hinweg Savings-Potenziale zu analysieren. Ja, wenn ich jetzt 20 Firmen habe, die kaufen alle Computer, jeder kauft bei einem anderen Hersteller ein. Wenn ich dann jetzt nicht, ich sage jetzt mal 500 PCs im Jahr kaufe, sondern 5000, haben Sie die Möglichkeit hier wirklich alternativ ein extremes Sparpotenzial zu identifizieren. Und diese Savings-Analysen können Sie im Prinzip letztendlich über diesen Datenwürfel jagen und die entsprechenden Ergebnisse realisieren und danach dann letztendlich auch die erkannten Savings-Potenziale realisieren über eine Ausschreibung oder eine Auktion oder beides. Lieferantenrisikominimierung und Risikoidentifikation. Das treibt uns momentan, glaube ich, alle herum. Es gibt das Lieferkettengesetz. Es gibt in der Regel dann auch ein europäisches Gesetz. Wir sehen überall die gleichen Themen. Sie müssen Ihre Lieferanten nicht nur über Fragebögen im Prinzip analysieren, weil Fragebögen, da kriegen Sie das, was Sie hören wollen letztendlich, aber Sie brauchen im Prinzip Marktinformationen, die im Prinzip letztendlich darauf hinweisen, dass hier im Prinzip etwas schief läuft. Ja. Es gibt die Risikobewertung, es gibt diesen Carbon Footprint, hier bringen wir gerade ein neues Modul raus.
dass Sie im Prinzip letztendlich einen Carbon Analyzer über Ihre komplette Lieferkette schieben können. Das beruht dann auf externen Daten. Das beruht wiederum auf der Analyse großer Datenmengen mit der entsprechenden Identifikation von Problemfällen oder Aktionsvorschlägen. So, und Sie haben natürlich das Thema Prozessautomierung, Automation, wo Sie im Prinzip repetitive, ich sage jetzt mal stupide Prozesse, die eine klare Entscheidungsstruktur haben, ja, nein, die können Sie hochgradig automatisieren. Uns hilft das oder Ihnen hilft das alles, weil letztendlich ersetzen Sie nicht mehr vorhandene Mitarbeiter durch Technologie. Wir in Deutschland haben alle das Problem, dass die Bevölkerung jedes Jahr um 200.000 Menschen, die Arbeitsbevölkerung um 200.000 Menschen sich reduziert durch ja, Leute, die in Rente gehen und die wachsen nicht mehr nach, weil einfach die geburtenstarken Jahrgänge meiner Generation zumindest, dann auch nicht mehr genug entsprechend die Kinder ja, aufgezogen hat, vorher wurden sie nicht geboren. Die sind einfach nicht mehr da. KI, Automation hilft ihnen dabei, letztendlich weggefallene Mitarbeiter auch zu ersetzen. Es gibt den schönen Spruch hier, do more with less. Ja? So, mal gucken hier. Ich habe jetzt nach dieser letztendlich akademischen Diskussion hier, habe ich jetzt ein paar Beispiele, die wir auf die klassischen Themen im Procurement, Vertragsmanagement, hier haben wir im Prinzip Natural Language Processing im Wesentlichen. Wir haben das Thema Lieferantenmanagement. Da haben wir dieses Thema Internet Webcrawler, im Prinzip Risikomanagementsysteme, die im Prinzip im Internet entsprechend ihrer Lieferkette suchen, welche ihrer Lieferanten potenziell Probleme haben oder wo Probleme entlang ihrer Lieferkette aufstoßen. Nicht? Das ist das Übliche. Ich meine, Taifun im Ozean, der Frachter muss einen Umweg fahren, 6 Monate Verzug. Und sie haben im Prinzip per se mit dem Auftreten des Falls oder des Events sofortige Informationen, was das bedeutet für Sie in der Lieferkette. Ja. Sie haben halt im Bereich Procurement das Thema der Bots, da hatte ich eben schon drüber geredet, das Thema Automation von repetitiven, klar definierten Entscheidungswegen. Sie haben das Thema Payment, auch hier ist Machine Learning, da geht es um Payment Tracking, da geht es um Identifizierung von faulty Invoices oder Fraud. Hatte ich in meiner letzten Firma auch 2-3 Mal, wo auf einmal Rechnungen aufgetaucht sind, die gar nicht letztendlich berechtigt waren. Und wir konnten hier im Prinzip einen sehr, sehr hohen finanziellen Schaden abwenden durch automatische Identifizierung dieser Fehler oder dieser Fraud-Invoices. Spend-Analyse, hat man schon ein bisschen drüber geredet. Supplier-Identification und strategische Ausschreibung. Damit die Zeit wegläuft ein bisschen, kann ich da jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Wir stehen natürlich gerne auch für Fragen zur Verfügung. Wir sind hier am Stand A6 in der Halle und freuen uns natürlich auf Ihren Besuch. So, Einführungsstrategie, das muss ich sagen, auch wenn es mir selber als Hersteller schadet, es macht keinen Sinn, Ihre bestehenden Prozesse mit einem KI-System zu überstülpen und sagen, alles wird gut. Sie müssen im Prinzip vor Einführung eines modernen Systems zwingend eine Geschäftstransformationsanalyse betreiben. Das können wir als Hersteller auch nicht machen, aber da gibt es hunderte sehr qualifizierte Unternehmen da draußen. Die müssen Sie beraten. Ja? Wenn Sie im Prinzip den maximalen Erfolg haben wollen für ein KI-gestütztes System im Procurement, brauchen Sie im Prinzip eine Analyse Ihrer bestehenden Prozesse. Die Welt ändert sich schnell und es macht 0,0 Sinn, im Prinzip Ihre Prozesse zu automatisieren, während Ihre Zukunft sich völlig anders hin entwickelt. Das heißt, Sie haben ja im Prinzip 6 Schritte zur Einführung. Den Vortrag können wir auch, glaube ich, dann, der wird ja zur Verfügung gestellt. Am Ende steht die Auswahl des richtigen Tools. Ja? Aber vorher müssen Sie im Prinzip die Arbeit machen, dass die Einführung eines richtigen Tools nicht nur Geld kostet, sondern sinnvoll ist. So, ganz kurze Cycles, 25 Jahre im Geschäft. Wir sind organisch gewachsen auf mittlerweile 1200 Mitarbeiter. Wir haben eine Single-Source-Code-Strategie, das heißt, wir entwickeln alles selber. Das gilt auch für die KI-Plattform, die ich gleich mal kurz vorstellen will in den verbleibenden 47 Sekunden. 30 Patente, wir waren immer profitabel und wir wachsen. Das ist alles ein sehr, sehr positives Thema.
Und das ist das, was wir haben. Wir haben die klassische Source-to-Pay-Plattform. Das ist dieser äußere blaue Ring. Sie sehen den inneren schwarzen Ring. Das ist unsere KI-Plattform. Auch hier wieder eine Single-Source-Code-Plattform. Alles selber entwickelt. Wir sind den Weg gegangen, eine eigene KI-Plattform zu entwickeln. Die heißt Merlin und dann Merlin vor XYZ. Und wir haben spezifisch auf das Zielmodul hin die entsprechenden KI-Technologien zusammengebunden und den Zweck im Prinzip in diesem Modul hineingepackt. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel das KI-Modul für Vertragsmanagement nehmen, 2 Sekunden noch, dann unterstützen wir alle Phasen des Vertragsmanagements mit den entsprechend dafür geeigneten KI-Modulen. Ähnliches bei den anderen Modulen. Ein letztes Wort hier, vielleicht hier unten links, ist das neueste Thema in der KI bei uns. Das heißt Merlin Assist. Merlin Assist ist ein Chatbot, selbstlernend natürlich, intelligent, der sitzt in Microsoft Teams. Und was wir hier haben, ist letztendlich die komplette Entkopplung von der Bedienerführung eines komplexen Source-to-Pay-Systems von der Transaktion selber. Sie chatten mit einem Chatbot. Ich möchte etwas kaufen. Auf der simplen Ebene läuft das. Ich möchte einen Vertrag erstellen, ich möchte ein Sourcing-Event erstellen. Der Chatbot organisiert die entsprechenden Aktionen und die Transaktionen im Hintergrund für Sie. Das gibt eine unglaublich hohe Anwenderakzeptanz für alle Aktivitäten um eine komplette Source-to-Pay-Plattform unter Unterstützung von KI. Will heißen, Sie sehen das System gar nicht mehr, sondern Sie arbeiten mit einem Chatbot und der Chatbot organisiert die Transaktion. Soweit. Bisschen überzogen, aber es ist ein komplexes Thema. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Zurück zu dir. Klasse, Andreas. Dein Applaus. In 15 Minuten KI ist eine Herausforderung. Ich schwitze aber auch. Ihr seid noch hier. Sykes ist noch hier. Es besteht Gelegenheit zum Gespräch sozusagen. Genau, gerne für Fragen. Eine letzte Frage von meiner Seite. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist leidenschaftlicher Hobbykoch. Ja. Wann kocht die KI für mich? Ja, noch ich nicht. Warte drauf. Also auch da wieder, wenn es repetitiv und stumpfsinnige Tätigkeit ist, also nachkochen eines Rezepts, wäre KI mit Sicherheit gut. Wenn man ein bisschen kreativ sein will, da hört das sofort auf. Ja? Also ich glaube, das ist wirklich hier ein Unterschied. Habe ich etwas, was ich nachvollziehen kann? Oder muss ich hier kreativ arbeiten? Ja? Klasse. Andreas, vielen Dank. Danke für deinen spannenden Vortrag. Dankeschön.